Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Planet Zoo. Ich habe mir gedacht, das Affenschutzprogramm, das können wir zwar jetzt weiterspielen, aber an sich will ich noch weitere Sachen lernen und so schnell wie möglich eigentlich zum eigenen Spielplatz, sage ich mal, gehen. Vor allen Dingen, ich will unbedingt so einen riesen Wolfpark machen. Und das machen wir dann, wenn wir frei sind. Jetzt aber wollen wir mal ein bisschen Pandas sehen. Also ich hoffe, das ist okay. Wie gesagt, also die Tutorials mache ich ja jetzt nur, weil ich null Ahnung von dem Spiel habe. Vor allen Dingen mit dem Bauen. Und wenn ich jetzt einen eigenen Park anfange, dann, ja, habe ich halt keine Ahnung, wie man anfängt. Deswegen, hoffe ich, es ist okay. Oh. Ah, der Panda. Er ist das Lieblingstier meiner Tochter. Man kann wohl sagen, wenn es ein Tier gibt, das das Interesse der Öffentlichkeit geweckt hat, dann ist das der Panda. Naja, also, wenn man mal von Hunden und Katzen absieht, ihre Spitzenposition macht ihnen auch ein süßer Bär nicht streitig. Ha, aber wusstest du, dass der Panda dank der großartigen Bemühungen zur Arterhaltung in China und im Rest der Welt nicht mehr zu den stark gefährdeten Arten zählt? Das ist toll. Hm. Er ist aber noch immer gefährdet. Wir sollten uns also in unserem Zoo glücklich schätzen, zur Arterhaltung beitragen zu dürfen. Ja, voll gut. Das zeugt von unserem erstklassigen Ruf. Und es ist deine Aufgabe, diesen Ruf zu erhalten. Ebenso wie den Panda. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig das Wohlergehen der Pandas ist. Obwohl, kann ich doch. Es ist absolut entscheidend. Die Welt blickt auf dich. Und, was noch viel wichtiger ist, Nancy blickt auf dich und achtet darauf, dass du keinen Unsinn machst. Wunderbar. Willkommen in China. Das hier ist Bernies neuer Panda-Zoo. Der ist sogar noch so neu, dass er noch nicht ganz fertiggestellt wurde. Aber darum kümmern wir uns später. Schauen wir uns erstmal den Zoo an. Voll schön. Die großen Pandas sind natürlich die Hauptattraktion. Und wir haben sogar einen, der erst vor ein paar Tagen geboren wurde. Wo? Statten wir ihm einen Besuch ab. Oh Gott, da ist er. Wozu? Keine Scheu. Wähle das Panda-Junge an. Oh. Klick dann auf die Kamera, um in den Kameramodus zu wechseln. Oh Gott. Oh, geht einem da nicht das Herz auf? Nee, das lässt einen kalt. Wusstest du, dass große Pandas wissenschaftlich Ailuropoda melanoleuca genannt, die einzigen reinen Pflanzenfresser unter den Bären sind? Sie fressen bis zu 38 Kilo Bambus am Tag. Wow. Angesichts der Tatsache, dass sie rund 14 Stunden am Tag mit Fressen verbringen, ist das aber nicht wirklich verwunderlich. Die Kleine dürfte allerdings noch nicht so einen Bärenhunger haben. Oh, ich wurde gerade von einem unserer Tierpfleger informiert, dass eine Rappenantilope ohne Quarantäne in ein Gehege gesetzt wurde. Und jetzt zeigt sie Anzeichen einer Krankheit. Wir müssen sie sofort in Quarantäne stecken, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreiten kann. Begib dich zum markierten Gehege, finde das kranke Tier und wähle es an, um das Infofenster aufzurufen. Gut. Wähle jetzt Verlegen und dann Quarantäne, um das Tier in die Quarantäne zu verlegen. Ich habe die entsprechende Einrichtung im Zoo für dich hervorgehoben. Wo? Hä? Das war, glaube ich, nicht richtig. Warte. Verlegen. Und dann? Aber wo soll ich sie in Quarantäne schicken? Ruf einen Tierarzt, um dieses Tier... Achso. Ich.
Tierarzt unterwegs. Achso, na, okay. Ich muss quasi warten, bis der Tierarzt da ist, glaube ich. Und dann kann ich die... Aber wo sehe ich, dass die krank ist? Genetik, Lebenserwartung. Bepflanzung. Ha. So, und jetzt? Oh Gott, ich check's nicht nochmal. Gut. Wähle jetzt verlegen und dann Quarantäne, um das Tier in die Quarantäne zu verlegen. Ich habe die entsprechende Einrichtung im Zoo für dich hervorgehoben. Okay, verlegen. Achso, da, okay, okay. Ich bin einfach zu dumm dafür. Gut. Puh, das wäre erledigt. Wir haben so zwar verhindert, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet, aber um die Antilope behandeln zu können, müssen wir eine Tierarztpraxis bauen. Ich habe schon eine geeignete Stelle markiert, also begib dich bitte dorthin. Klicke jetzt auf Servicegebäude, dann auf Mitarbeitereinrichtungen und schließlich auf Tierarztpraxen. Das sind nicht Service, egal. Mitarbeiter, Tierpraxis. Hä? Wo bin ich hier? Alter. Misa. So. Naja, ganz gerade ist es nicht. Ausgezeichnet. Ja, naja. Okay. Tierarztpraxen spielen eine wichtige Rolle im Zoo. Denn nur dort können Tiere behandelt werden. Sobald Platz für die Antilope ist, wird der Tierarzt sie aus der Quarantäne in die Praxis bringen. Wird das Wasser in Gehegen nicht regelmäßig gereinigt, können sich Krankheiten sehr schnell ausbreiten. Mir wurde gerade gemeldet, dass eine unserer Wasseraufbereitungsanlagen kaputt gegangen ist. Deshalb ist das Wasser in den Gehegen der Flamingos und der Leistenkrokodile jetzt schmutzig. Ich habe dir die Wasseraufbereitungsanlagen markiert. Du solltest sie dir ansehen. Klicke auf die Wasseraufbereitungsanlage, um ihr Infofenster aufzurufen. Ja, man braucht keinen Abschluss in Ingenieurswissenschaften, um zu erkennen, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmt. Klicke auf Techniker rufen, damit sich das jemand anschaut. Kurz gesagt funktionieren Wasseraufbereitungsanlagen ähnlich wie Stromquellen und haben ebenso einen Einflussbereich um sich herum. Jede Wasserfläche in diesem Bereich wird automatisch gesäubert. Und genau wie Stromquellen schrumpft der Bereich, wenn sie beschädigt werden, wodurch sie möglicherweise Wasserflächen nicht mehr säubern, die sie eben noch erreicht haben. Wenn du sehen willst, wie viel deines Zoos von Wasseraufbereitungsanlagen abgedeckt wird, kannst du eine Heatmap aufrufen, die dir das anzeigt. So kannst du Problemzonen direkt erkennen und beheben. Gut gemacht. Wasser. Jetzt, da die Wasseraufbereitungsanlage repariert ist, wird sich auch die Wasserqualität schnell wieder verbessern. Du kannst Techniker auch Kraftwerksanlagen, Transportfahrgeschäfte, Mülltonnen, Bänke, Schilder und, wie du weißt, Gehegeumzäunungen reparieren lassen. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich noch immer etwas besorgt wegen des Krankheitsausbruchs. Ich denke, wir sollten etwas Forschung in dieser Richtung betreiben. Wenn du eine Krankheit erforschst, kann das in der Zukunft Ausbrüche verhindern oder zumindest abmildern. Ich möchte, dass du ein wenig an der Bordetellose forschst. Krankheitsforschung findest du in der Veterinärforschung. Also, auf zum Forschungszentrum. Lass einen deiner Tierärzte daran forschen. Okay. Forschung. Timo, was? Was war das? Das da. Sehr gut. Sobald die Forschung abgeschlossen ist, werden wir diese Krankheit im Griff haben. Okay. Oh, das war eine knappe Sache mit den Antilopen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, hättest du sie nicht so schnell in Quarantäne gesteckt. Das war gute Arbeit.
Hier im Hause Goodwin gab es eine virale Gastroenteritis. Zum Glück blieb die aber auf mich und meine Frau beschränkt. Jetzt, da wir uns um alle drängenden Probleme gekümmert haben, können wir anfangen, den Aufenthalt der Gäste schöner zu gestalten. In der Werkstatt kannst du neue und verbesserte Gästeeinrichtungen, Transportfahrgeschäfte, ebenso wie neue Barrieren und ähnliches erforschen. Mhm. Ich habe dir die Werkstatt markiert. Begib dich also dorthin und wähle dann Werkstatt ansehen. Ja, Workshop wurde nicht. Zu guter Letzt kannst du einen Techniker daran setzen, Souvenirläden zu erforschen, indem du ihn darüber ziehst. Ich freue mich schon auf die neuen Ideen. Souvenirläden. Okay. Gut gemacht. Das Ganze wird eine Weile dauern. Lass uns in der Zwischenzeit also etwas anderes machen. Es gab nämlich tolle Neuigkeiten. Okay. Ah, sie ist geheilt. Uns wurde gestattet, weitere große Pandas aufzunehmen. Die Behörden haben uns 3 Weibchen überlassen, um unser Zuchtprogramm zu unterstützen. Du weißt sicher, wie schwierig es ist, Pandas zu züchten. Wir werden also Geduld haben müssen. Unser aktuelles Gehege für die großen Pandas ist voll, aber zum Glück steht schon ein weiteres Gehege bereit. Bevor wir unsere neuen Pandas dorthin bringen können, müssen wir sie erst unter Quarantäne stellen. Dafür müssen wir sie aber erst einmal annehmen. Rufe also den Tierhandel und dann den Tierbelohnungsbereich auf. Tierbelohnung? Klicke auf das Feld in die Tieraufbewahrung verlegen, neben den Pandas. Dann erscheinen sie in der Tieraufbewahrung. Von der Tieraufbewahrung aus können wir sie dann unter Quarantäne stellen. Wähle sie dazu in der Tieraufbewahrung an, klicke auf An Zoo senden und dann auf die Quarantäneeinrichtung im Zoo. Keine Sorge, ich habe sie dir markiert, damit du sie schnell findest. Okay. Verschieben. Und dann verschieben. Und verschieben. Während sie die Quarantäne durchlaufen, sollten wir ihr Gehege einrichten, damit sie sich auch wohlfühlen. Außerdem musst du einen der männlichen Pandas aus dem anderen Gehege hierher verlegen, denn sonst wird es mit dem Zuchtprogramm wohl kaum vorangehen. Also dann, bring ihn rüber und bereite alles für deine Pandas vor. Gut, dann schauen wir mal. Tiere, Panda. Weibchen mit dem Weibchen, großer Panda. Guwei, ja. Nehmen wir mal Guwei. Und, nicht da rein? Ah, ins Neue. Ah, ja, ja, okay, okay. Gut. Richte das neue Panda-Gehege ein. Verwende Filter für die richtigen Gegenstände. Gut. Ja. Gut. So, also, Gehege. Neue Filter. Art. Großer Panda. So, großer Panda. Heizkörper. Oder wie sieht's denn bei den anderen aus? Wo ist denn deren Rückzugsort? Ah, da unten. Das ist ja clever. Kann ich das hier unten auch machen? Ah, Rückzugsort ist schon da. Alter, ist das geil. Cool. Das ist echt cool. So, gut, dann, ich weiß halt nicht, was die wollen. Was die brauchen. Was braucht ihr denn? Also, sie brauchen nicht so langes Gras. Bisschen Erde. Asienbier, okay.
Machen wir zuerst mal die gemäßigt und Asien. So. Machen wir zuerst mal die Bepflanzung. Oh, schön. Schön, schön, schön. Bergerhorn. Hauen wir mal hier hin. Brennnesseln. Efeu. Wieso kann ich das nicht hier oben machen? Ja. So, Efeu-Ausbreitung. Die totale Ausbreitung. Flatsch. Das wäre natürlich nicht realistisch. Welcher Ahorn? Das ist schön. So, warte, ich mach mal hier um den Eingang. Dann die Büsche. Es ist halt gerade ein bisschen dunkel, ne? Oh, geil, das sind solche. Oh, ist das schön. Okay, ich übertreib's hier, aber ich stehe dazu. Gut, also, die totale Übertreibung. Schön, schön, schön. Natürlich, das da muss natürlich sein. Bisschen drehen. Komm. So. So. Dann noch einzelne. Ja, wobei. Bisschen kleiner bitte. So, warte, die machen wir auch kleiner. So. Gut, dann wieder zurück. Was gibt's denn noch alles? Das ist ein bisschen größerer Ahorn. Der kommt hier rein. Oh, ist das. Und das ist voll schön, wie das jetzt alles zuschneit. Das ist voll schön. Das mag ich voll. So kleine Moosglöckchen. Kirschblüten. Ah ja, das ist typisch asiatisch. Wir spielen zweimal hier. So. Dann Zypresse. Verfallener Kirschblütenbaum. Zypresse, Weißdornstrauch. Nee, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. So. Ah, verdammt, ich will ja immer. Palme. Nee, also. Ja, hier vielleicht. Genau. Ich will immer mit Y das drehen und wenn ich zu weit gedreht habe, will ich dann mit X zurückdrehen, aber das ist ja. Das geht ja mit der Maus. Naja, es geht, also es. Mit A. Muss halt dann noch nach oben, ne? Flup, flup. So. Genau. Sehr schön.
Warte, ist der Panda jetzt eigentlich schon hier drin? Panda? Panda? Also hier ist eine... Ah ja, okay. So, Lebensqualität ist natürlich noch nicht so gut. Ja, wir machen zuerst Lebensqualität, dann hat er was zu spielen. Großer Panda. Hier. Ein Ball. Dann eine Spule. Dann Drehfutterbaum. Genau, und dann hier drüben gibt es noch was. Kräuterwitterung. Keine Ahnung, was das ist. Klimaanlage. Windspiel. Ja, Windspiel muss eigentlich hier hin. So schräg. Damit der Wind schön durchbläst. So, dann Reibesäule natürlich. Das ist einmal hier und einmal da drüben. Wieso geht der da nicht? Egal. Dann reibt er sich unter den Kirschbaum. So. Gehege. Sauberkeit. Gelände. Das Gelände ist für... Genau, Gras kurz ist zu wenig. Okay, alles klar. So, dann kurz. So. Ja. So, jetzt ist Erde zu wenig. Okay. Aber wie sollte ich das... Also dann quasi das komplette lange Gras weg. Also mit dem Rasenmäher mal kurz vorbei huschen. Und dann mache ich hier unten Erde leicht. Wenn ich bitte... So. Ah, Kuh. Ah, Kuh. Okay, so ist es gut. So ist es perfekt. Warte, ich mach noch ein bisschen hier. So, die. Die werden natürlich ständig gebraucht hier. Das auch. Das auch. Gut. So. Jetzt gefällt es ihm schon sehr gut. Bepflanzung ist noch ein bisschen zu wenig. Da tun wir uns noch ein bisschen mehr aus. Also. Wir können ja noch ein bisschen mehr Zeros machen. Was? Nicht von Seiten Königsprotea. Keine Ahnung, was das ist. Darum kümmern wir uns gleich. Wir müssen nur kurz an die Oberfläche. Das passt. Dann die auch bitte. Bup. Da. Vielleicht hier an der Seite auch. An der Seite. Da. X. Da. Lup. Ist der jetzt oben? Hup. Ja, das sieht doch gut aus. X. Flup. Hup. Und nochmal X. Hup.
So, dann vielleicht hier, um das noch ein bisschen mehr Gestrüpp. Adler fahren. Oh, das ist geil. Fahren, ich liebe Fahren. Fahren ist richtig cool. So. Aber Fahren mögen eigentlich keine krasse Sonne. Aber da scheißt auch der Hund drauf. So, und jetzt auf der anderen Seite. Ah, hier kann sehr viel Fahren hin. So, und vielleicht der Akazie, eine kleine. Akazien mögen Sonne. Und eine mittlere oder eine große. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Mein kleiner Panda? Oh, und der schläft. Also, Bepflanzung ist immer noch ein bisschen so meh. Goldhute. Seerosen. Und passende Pflanzen. Also, okay, dann... Ja, aber es ist nicht rot, also es passt. Gut, Goldrute. Wo ist die Goldrute? Wo ist die goldene Rute? Ich glaube, das ist die goldene Rute. Ja. Gut, die goldene Rute ist nicht so geeignet. Aber ich kann sie gar nicht abreißen. Na gut. Dann ist es halt so. Gut, richte das eine verwendete Filter. Ja, ich glaube, ich habe... Ah, natürlich. Es fehlt natürlich noch Essen. Einmal das Trinken. Das machen wir mal... Schön hier. Ah, na gut. Und einmal... Machen wir es mal hier. Dann Plattform. Zum Naschen. Gute Neuigkeiten. Unsere Panda-Weibchen erfreuen sich bester Gesundheit. Du solltest sie in ihr neues Gehege verlegen, damit sie sich einleben können. Oh, ich hoffe, du hast ihr Gehege so gemütlich wie möglich gemacht, weil Tiere sich nur fortpflanzen, wenn sie glücklich sind. Ja. Wieso kann ich... Außerhalb des Platzierungsbereichs... Kann ich nur eine Ding... Nee, das wäre, glaube ich, ein bisschen blöd. Na gut, dann hole ich die mal aus der Quarantäne raus. So. Ach, da leben sie nicht weiter. Da leben sie nicht weiter. Also, ihr wisst schon, alle bewegen... Ungültiger Ziel. Dann ein Handelszentrum. Und wahrscheinlich dann von Handelszentrum wieder zurück. Und wir übertreiben es schon wieder mit der Zeit. Also, hier vergisst man total die Zeit wirklich. Gut, wir werden das jetzt schnell noch machen. Panda Handelszentrum. Handelszentrum. Hier. Hier verlegen, und zwar ungültiger Ort. Warum? Wieso? Nein. Hä? Verdammt.
Gut, das schauen wir dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Sie so wa ka tena.